Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play Forza Horizon 5 Rally Adventure hier auf dem Kanal Demon Gamer XP. Und wie immer wünsche ich euch ganz viel Spaß und eine hoffentlich gute Unterhaltung, gerade auch an die neuen Zuschauer unter euch. Und ja, in dieser Folge widme ich mich tatsächlich einem Extreme-E-Fahrzeug, um einfach mal aus reinem Neugier herauszufinden, wie dieses Fahrzeug sich in Sierra Nueva schlägt. Dafür habe ich mir ein Fahrzeug aus dem Fuhrpark genommen. Ja, weil wir haben ja 10 unterschiedliche Lackierungen für das Fahrzeug. Und da habe ich mir jetzt einfach mal einen geschnappt, den ich hier immer noch als neu getaggt hatte. Das heißt, den ich so noch nicht gefahren bin. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir machen noch nicht das Spitzenrennen. Ich weiß, wir haben das ja schon in der letzten Folge freigeschaltet gehabt, aber wir haben ja natürlich noch ein paar Aufgaben, die wir hier noch erledigen müssen. Unter anderem natürlich hier die, 1500 mph bei den Blitzern zu knacken. Und ja, doppelte Geschwindigkeitsüberschuss, Überschreitung. Erhalte innerhalb von 3 Minuten und 30 Sekunden Einstände in den Blitzerzonen von Teufelspass und Krateres Secos. So, und da schalten wir jetzt einfach mal kurz mal die ganzen Goodies frei, die wir bekommen haben. Und ich würde mal sagen, wir starten erstmal mit der Herausforderung, weil dann können wir ja auf dem Weg ja auch eventuell den einen oder anderen Blitzer ja auch nochmal mitnehmen. Und ja, dann wäre das ja ganz gut, wenn wir das so ein bisschen, miteinander kombinieren können. So, Teufelspass und Krateres Secos. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall einen Stern schaffen. Und ja, da müssen wir die Blitzerzone auch komplett durchfahren. Und der zweite ist... Wo ist denn der zweite? Ah, hier, auf der anderen Seite. Oh, okay, das heißt, wir müssen einmal mal durchfahren. Okay, krass. Dann macht das natürlich Sinn, von der Seite aus zu kommen. Weil dann können wir ja quasi hier den gesamten Weg hier einfach mal durchrasen. Und dann sind wir ja quasi schon hier vor Ort. Dürfte eigentlich machbar sein. Und nebenbei, wenn wir Blitzer sehen, dann können wir die auch nebenbei mitnehmen. So der Plan. Ja, dann geht's einfach mal los. So, nehmen wir mal ein bisschen Schwung hier mit. Eigentlich wollte ich das Fahrzeug jetzt gerne in einem Rennen testen. Aber ich glaube... Ja, ich denke mal, in der freien Fahrt könnten wir ja auch dementsprechend herausfinden, wie gut sich das Teil schlägt. So. 42 Dinos. Okay, Hitbox ist auch vorhanden. Nicht. Ja, und da müssen wir natürlich die Blitzer komplett einmal durchfahren. Und diese zumindest mit einem Stern hier absolvieren. Ist, denke ich, jetzt nicht gerade das größte Problem. Aber nur so wird es dann auch als abgeschlossen gewertet. Ja, das heißt, hier darf man jetzt nicht einfach mal so schummeln, wie man lustig ist. Aber sollte uns eigentlich egal sein. Innerhalb von 3 Minuten 30 ist aber auch echt eine großzügige Zeit. Na gut. Oh, ich habe da kurz was vergessen. Sekunde. Ich hoffe, das Vibrieren meines Handys hat man jetzt nicht gehört. Falls doch, dann sorry. Ich habe nämlich den Vibrationsmodus noch angehabt. In 200 Metern links. So, natürlich rasen wir hier durch das Gelände, weil dafür ist das Fahrzeug ja auch gemacht. Route wird neu berechnet. In 400 Metern links abbiegen. Bei nächster Gelegenheit wenden. In 200 Metern scharf. Okay. Abbiegen. Spätestens ab dem Moment, wenn das Navi hier bei uns ein bisschen überfordert zu sein scheint und nicht nur wirklich darüber weiß, ey, was machen sie da? Sie sollten doch gerade, sie sollten doch hier die Fahrtrichtung fahren, die ich ihnen vorschlage. Und ich denke mir so, nö. Definitiv nicht. So, rückspulen werde ich jetzt nicht. Weil habe ich jetzt auch nicht nötig. E-Mobilität ist unser Freund. Wenn man das auf die heutigen Ereignisse einfach mal bezieht.
die die Hitbox einiger Fahrzeuge und Gegenstände bzw. Objekte schon ein bisschen weird, muss ich sagen. Whee! So, das ist jetzt mal ein schönes Bild. Boah, komm, mit der Sonne. Das ist doch mal ein schönes Bild, oder? Kann man machen. Kann man machen. Nice. Da haben wir ein schönes Thumbnail für diese Folge. Und ja, die Herausforderung. Ah, soll mir mal nicht zu sehr wegdriften hier, das Teil. Das ist nicht so cool. Hallo, was ist denn jetzt los? Warum schmierst du denn jetzt so extrem? Hey, du bist ein Extreme-E-Fahrzeug. Du sollst dich doch gerade auf Sand super performen können. Ist denn das? So. Jetzt nur nicht zu übermütig werden. Wir haben eigentlich nur die Aufgabe, einen Stern zu schaffen. Auch wenn das alles andere als gut ausschaut. Aber das ist mir an dieser Stelle völlig egal, denn doppelte Geschwindigkeitsüberschreitung ist easy abgeschlossen. Und den Blitzer können wir auch noch direkt mitnehmen. Ach komm. Und hopp. 158. Gut, ist jetzt natürlich keine überragende Geschwindigkeit, aber hey, wir sammeln Punkte. So, dann könnten wir uns mal einen Blitzer raussuchen, wo wir da noch recht viel Geschwindigkeit aufbauen können. Oh, wir haben ja auch Blitzer, die wir noch gar nicht gemacht haben. Ja komm, dann nehmen wir die ja natürlich auch nochmal mit. Also wenn schon, denn schon, dann richtig. Hallo, markier mir das doch bitte. Oh, also manchmal, ne, ist dieses Feature echt ein bisschen fummelig, was das angeht. Junge, ist das dein Ernst? E steht für Mobilität. Oder für Energiesparmodus. Kann man mal so sehen, wie man es möchte. So, dann gucken wir mal. Ja, natürlich ist ein Extreme E jetzt nicht dafür bekannt, hier hohe Geschwindigkeiten aufzubauen, aber das soll es ja in der Regel ja auch nicht. Es soll einfach nur performen können. Okay, 191 war jetzt nicht sonderlich viel. Ja, klar, natürlich. Da hat ja auch ein bisschen was gefehlt. Mhm. Leck mich, Spiel. Aber egal, sammeln wir einfach mal ein paar Kilometer hier. Da können wir eigentlich schon theoretisch das Rennen gegen Alejandra schon bestreiten. Mein Gott, wie schnell diese Folge doch schon vorbeigeht, ne? Ich könnte jetzt auch eigentlich gleich teasern und sagen, ey, wisst ihr was? Ich starte das Event nur, um dann wieder zurückzukehren. Nein, machen wir natürlich nicht. Ich weiß, dass es beim Rennen gegen Alex ein kleiner Fail von meiner Seite aus war. Ich wollte eigentlich ja nur überprüft haben, ob es da gewisse Beschränkungen gibt. Nicht um euch da irgendwie zu verarschen. Sorry, falls das so rübergekommen sein sollte. So, 2 Sterne will ich auf jeden Fall mal aber haben. Sollte eigentlich möglich sein. Ja komm, easy. Perfekt. Weil damit dürften wir auch, glaube ich, irgendeine Herausforderung auch gemacht haben, oder? Rechts abbiegen. Wahrscheinlich war das irgendwie für eine Herausforderung vom Rang 9 gewesen. Nö. Okay, also diese eine Herausforderung war jetzt einfach mal so random. Ja gut. Why not? So. Jetzt haben wir... Mein Gott, was ist das wieder für ein Name, wenn ich das schon hier unten am Auto sehe, ne?
Gut, auf jeden Fall können wir hier mit den Jimco freischalten. Auf den Namen werde ich jetzt nicht eingehen, weil das ist mir einfach viel zu lang. So, und das Spitzenrennen hier gewinnen. So, und ich gucke mir mal nebenbei die anderen Herausforderungen an, die wir hier haben. Okay, jede Apex Predators Herausforderung abschließen. Promotafeln alle zerstören. Alle Apex Predator Rennveranstaltungen und 3 Sterne bei allen Blitzerzonen und Blitzer. Ja, okay, das sind eigentlich so dieselben Sachen wie tatsächlich hier im Dirt. Ja. Eigentlich so ziemlich eins zu eins die gleichen Sachen. Okay, das ist tatsächlich ein bisschen schade, dass es dann doch repetitiv ist. Ja, aber für die Kampagne ist es, glaube ich, wichtig, dass wir jetzt nur das Spitzenrennen machen. Wenn wir das gewinnen, dann kriegen wir ein neues Fahrzeug, mit dem wir dann beim nächsten Mal, ja, bei Ramis Team jetzt auch an den Start gehen können. Und ja, komm. Ne, wir fackeln da jetzt nicht lang rum. Wir. Okay, das ist doch ein ziemlich weiter Weg. Ich wollte eigentlich gerade sagen, okay, lass uns mal den gesamten Weg in Kauf nehmen, aber nö, machen wir nicht. Ich werde doch jetzt nicht von ganz unten nach ganz oben fahren, ey. Das ist doch auch bekloppt. So, ab dafür. Ich fand das erste Rennen gegen Alex auf jeden Fall insofern unterhaltsam, weil, ja gut, zum einen natürlich war wirklich sehr, sehr viel Trash-Talk dabei. Also mehr Trash-Talk als das ging es tatsächlich nicht. War sogar noch schlimmer als die eine Horizon-Story beim Hauptspiel noch, wo man da für Ramis Team da, glaube ich, irgendwie Sachen machen musste, wo man da die ganze Zeit gegen einzelne Rivalen gefahren ist. Die hatten auch getrashtalkt ohne Ende. Und ja, hier ist das ja genauso. Eigentlich wäre es ja schon cool zu wissen, wie es ausschaut, wenn wir jetzt die ganze Zeit auf Platz 2 Du rumdümpeln, hast dein Ziel erreicht. um die kompletten Dialogoptionen hier mitzubekommen. Aber das ist ja nicht mein Anspruch. Deswegen fahren wir das Spitzenrennen. 7,3 Kilometer lang, eine Querfeldeinstrecke durch Hügel und Canyons mit einer kleinen Abkürzung durch ein Feld. Alejandras Test für die Besten. So, mal gucken, welches Fahrzeug uns zur Wahl gestellt wird. Ja, komm! Geil! Was Alle Besseres Entwickler hätten sind sie sich ständig nicht davon, aus suchen ihrer können. Komfortzone herauszukommen. Also lass uns mit dir ins Gelände fahren, ja? Hügel und Schluchten und vielleicht sogar eine kleine Abkürzung durch ein Feld. Ich finde es mal sehr interessant, dass Alex jetzt irgendwie für Alejandra gesprochen hat. Ja gut, auf deiner Seite muss sie sich ja auch natürlich auf das Rennen konzentrieren. Also sie kann jetzt nicht irgendwie an zwei Orten gleichzeitig sein. Also ich verstehe schon, glaube ich, so ein bisschen ihre Einstellung. Ja, ich finde es cool, dass wir da mit dem Pro 4 Truck hier jetzt das Rennen bestreiten. Wie gesagt, coolstes Fahrzeug, wie ich finde. Es passt auch, glaube ich, sogar. Zwei Trophy Trucks gegeneinander. Nicht so wie bei Alex. Ja, mal gucken, wie schnell sie unterwegs ist. Okay, wir haben sie einfach mal ein bisschen zurückgedrängt. Hey, Alejandra reagiert doch jetzt auch noch auf unsere Kommentare. Das finde ich schön. Zeugt das zumindest von ein bisschen Leben hier in dieser Bude, in diesem Rennen. Schon krass, dass wir aber ein Querfeldeinrennen mit dir fahren. Okay, das war's auch schon. Super. Ich hab's jetzt gelobt und jetzt muss ich das schon wieder in die Kritik stellen. Meine Güte. Also, ich will ja jetzt gerade nichts sagen. Also, ich will. Okay, unser Fahrzeug ist nicht getuned, aber irgendwie habe ich den Eindruck, wir zerstören Alejandra komplett. Okay, ich glaube, das Jimpo ist ja mal richtig Trash. So wie sie da die ganze Zeit hinten am Rumgurken ist. Okay, ich glaube, unsere
Charaktere nimmt das Ganze hier ein bisschen zu ernst. Ja, oh ja, genau. Jetzt kam dann natürlich wieder diese komische Driver-Tar-Physik wieder ins Spiel. Mhm. Er ist jetzt die Schnellste der Familie. Okay, sie hat sich jetzt irgendwie komplett in die Walahei geschossen. Das dürfte ziemlich ungefährdeter Sieg für uns sein. Ja gut, also das war vielleicht jetzt nicht so spannend. Also so spitze war das Rennen jetzt irgendwie nicht, habe ich den Eindruck. Ja, obwohl die beiden ungefähr den gleichen Leistungsindex hatten. Also mit 7 Sekunden Alejandra zu deklassieren ist schon ziemlich krass. Ja. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen, ne? Ist cool, wie die beiden Autos dastehen. Weißt du, ich hab gedacht, ich würde sauer sein, aber das bin ich gar nicht. Muy bien, Superstar. Mal sehen, was du mit dem Baby anstellst. Cool. Jetzt haben wir den Jimco bekommen. Ah, da weiß ich schon mal zumindest, welches Fahrzeug ich in der nächsten Folge schon mal auspacken kann. Sehr cool. Aber fuhr er sich wirklich so komisch? Ich kann mir nicht irgendwie vorstellen, dass wir sie... Nein, ich glaube, das wird nicht am Fahrzeug gelegen haben, dass wir sie komplett auseinandergenommen haben. Könnte ich mal kackendreist behaupten. So, gut, damit haben wir Alejandras Story abgeschlossen. Wie gesagt, die ganzen Langzeit-Events, die wir jetzt noch übrig haben, die können wir dann auch... Warum kann ich die jetzt schon wieder nicht... warum ging das jetzt hier und dort nicht? Was? Warum konnte ich jetzt den einen Pinata-Truck zerstören und den hier nicht? Also, ja, manchmal muss man, glaube ich, das Spiel nicht so ganz verstehen. Aber komm, wenn wir da schon hier sind, dann können wir ja schon mal einige davon mitnehmen. Wenn die da schon hier fleißig rumliegen. Na, weil wir wollen ja natürlich irgendwann auch noch mal... Okay, den auch nicht. Hä? Wie random ist das denn jetzt bitte? Was soll denn der Kack? Finde ich ein bisschen gerade makaber. Ja gut, dann geht es anscheinend nicht. Ja, dann bleib doch ruhig einsam gestrandet. Habe ich auch kein Problem mit. So, da haben wir jetzt auch mal ein paar von den Pinata-Trucks mitgenommen. Ja gut, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich würde mal sagen, komm, holen wir uns mal den Jimco. Einfach mal, um schon einen kleinen Vorgeschmack auf das zu bekommen, was uns dann beim nächsten Mal erwartet. Okay, der wird auch einen extrem langen Namen haben. Gut, von den Werten her ist der jetzt nicht so beeindruckend. Beeindruckend, mein Gott. Heckantrieb? Okay, kein Wunder, dass Alejandra dann keine Chance gegen uns hatte. Gegen Alex war das ja unnötig schwer. Vorsicht mit diesem Fastball-Superstar. Das Ganze wird, naja, auf jeden Fall nicht langsam.
Es kam jetzt so in dem Spitzenrennen gegen dich nicht so rüber, dass der extrem schnell ist. Ja. Ah, okay, der geht ja doch rüber. Cool, haben wir doch noch ein Fahrzeug entdeckt, was irgendwie einen viel zu langen Namen hat, sodass die Credit-Balken ja auch mittlerweile mit betroffen sind. Ja, mit dem 2019er Jimco Nummer 240 Fastball Racing Class 6100 Spec Trophy Truck. Was das auch immer heißen soll, 6100. Ist ein 6,1 Liter Hubraum? Ja. Ja, glaube ich, sogar Sinn ergeben. Im Moment würde ja, glaube ich, auch sogar passen. Ja, mit einem Index von B623 ist das eigentlich jetzt nicht so berauschend. Ja. Ich finde die Lackierung irgendwie ganz cool. Mit Fastball. Ein bisschen ein Baseball angelehnt. Finde ich, ich würde jetzt nicht sagen, irgendwie innovativ, aber finde ich gar nicht mal so schlecht auf jeden Fall. So, das ist doch mal ein typischer Trophy Truck. Der hat drei Gänge, aber ist langsam wie Sau. Ja, kein Wunder, dass Alejandra gegen uns ja sowas von alt ausgesehen hat. Wenn das jetzt andersrum gewesen wäre, wüsste ich jetzt nicht, ob wir sie jetzt jemals geschlagen hätten. Na gut, aber so ist es nun mal. Ja, was können wir denn noch machen? Ich meine, wir könnten... Ja, bei den Herausforderungen, das sind ja alles jetzt noch Langzeitdinger. Die würde ich einfach mal belassen. Hier genau das Gleiche. Haben wir irgendwo eine Tafel, die wir jetzt noch so offen haben? Auch nicht. Also, ja, weiß ich nicht. Was kann man denn noch die restliche Zeit machen? Wir haben ja auch ein paar Minuten, die ich noch zu füllen habe. Ja, komm. Machen wir doch einfach mal ein bisschen nochmal hier durch. Gucken mal, ob wir vielleicht noch hier und da nochmal... Okay, wisst ihr was? Ich habe eine Idee. Das können wir nochmal zum Abschluss machen. Lassen wir uns nochmal hier hin porten. Oder beziehungsweise noch dorthin fahren. Dann gucken wir uns nochmal die Oval, also die Quadstrecke an. Weil da sind ja noch sehr, sehr viele von diesen Dino Pinatas. Das können wir vielleicht nochmal mit dem Jimco hier mitnehmen. Und ja, dann machen wir dann in der nächsten Ausgabe ja, eigentlich so ziemlich der passende Zeitpunkt. Sogar perfekt. Ja, mit Ramis Team weiter. Mit den Grid Reapers. Glaube ich. Ja, ihr werdet schon sehen. Ja, und dann sind wir eigentlich schon, was die Kampagne angeht, ja schon fast durch. Dann kriegen wir noch das Go Live und dann ist die Kampagne ja auch schon beendet. Ja, so schnell kann es gehen. Also, wenn ich mal nach dem mein Stream-Tempo gehen würde, dann würde ich noch sagen, glaube ich, noch 2 bis maximal 3 Live-Aufnahmen. Und dann geht es in die Livestreams. Ja, und dann machen wir sie nebenbei auch sehr, sehr entspannt. Also wirklich sehr, sehr entspannt. Also ohne Zeitdruck, ohne nichts. Machen wir sie einfach mal und ja, kann man so ein bisschen auch mit euch quatschen. Ne? Wenn ihr natürlich möchtet. Na, wenn ihr Bock drauf habt, dann könnt ihr sie auch gerne hier in den Kommentaren auch einmal reinschreiben, wenn ihr da Lust auf diese Streams habt. Na, dann werde ich die, denke ich mal, definitiv auch einplanen. Na, dann könnt ihr auch sehr, sehr gerne dazuschalten. Ich finde das irgendwie echt total komisch, dass einige diese Pinata-Trucks so random sind. Einige kann ich zerstören, den hier zum Beispiel irgendwie nicht. Das ist so strange. Das soll mir jetzt irgendwie egal sein, aber trotzdem. Eigenartig ist es ja trotzdem. So. Können wir uns ja hier aufstellen. Boah. Ne, Playground, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ne? Also das, was auf dem Pickup hier geladen ist, dieser schöne Bike. Ne? Ich hoffe, den kann man auch so in echt fahren. Irgendwann mal im Spiel.
Ja, ganz cool. Ist das. Nee, das ist einfach nur selbst gebastelt. Oh, hier kann man aber Tacho sehen. Okay. ja. Ist vielleicht ein bisschen suboptimal. Naja, gut. Ja, aber an dieser Stelle würde ich sagen, ja, haben wir doch sehr, sehr guten Fortschritt gemacht, wie ich finde. Und ja, mit diesem wunderbaren Fortschritt verabschiede ich mich schon mal aus der heutigen Ausgabe von Let's Play Forza Horizon 5 Rally Adventure hier auf dem Kanal Demon Gamer XP und bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Und falls euch die heutige Ausgabe gefallen haben sollte, dann lasst gerne eine Bewertung auf dieses Video da, sei es ein Daumen nach oben oder einen netten Kommentar eurerseits. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahmesession hier wieder im wunderschönen Sierra Nueva. Und dann bleibt uns ja nur noch ein Team, was wir noch ja, bewältigen müssen, um dann anschließend den Goliath freizuschalten und um Rally Adventure ad acta legen zu können. Boah, ich freue mich eigentlich schon wirklich auf das Fazitvideo, was ich noch machen werde. Also das ist definitiv geplant. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin und haut rein.